Christian girls, them a pack the boom boom, them a wine up the waist, them a pack the boom boom. Christian girls, them a pack the boom boom, them a wine up the waist, them a pack the boom boom. Trinidad girls, them a pack the boom boom, them a wine up the waist, them a pack the boom boom. Damit kommen wir zum nächsten Finale. 50 Meter Rücken der Damen. Next is the final 50 meters backstroke female. Hier sehen wir auf der Bahn 1 in der Vorlaufzeit von 31,05 ins Finale geschwommen von den Schwimm- und Sportfreunden Bonn, Lara Wiedemann. Bahn 2, Vorlaufzeit 30,52 Sekunden, ebenfalls von den SSF Bonn, Laura Schnürle. Auf der Bahn 3, die Vorlaufschnellste, 29,72 ist sie geschwommen, vom Schwimmclub Steinhagen-Amshausen, Caroline Kuhlmann. Auf der Bahn 4 für das Mega-Swim-Team in 29,87 Sekunden ins Finale geschwommen. Hilke Guthals. Bahn 5. Vorlaufzeit 30,56 Sekunden. Ebenfalls vom Mega-Swim-Team. Delphine Jacques. Und auf der Bahn 6 von Brain Laliut Aqua College 31,21 Sekunden im Vorlauf. Ocean Wachong. Ja, das ist das zweitschnellste Rennen des heutigen Tages bei den Damen. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen mit dem Kommentar. Kaum fängt man an, schon ist es wieder rum. 25 Meter Wende, Caroline Kuhlmann leicht vorne, wenn ich das sehe. Auf der Bahn 4 Hilke Guthals. Ebenfalls noch gut mit dabei. Ein ganz knappes Ding. Ja, Anschlagfinale. Ja, Hilke Guthals leicht vor Caroline Kuhlmann. Herzlichen Glückwunsch. Siegerehrung, 50 Meter Rücken der Damen. Victory Ceremony, 50 Meters Backstroke Female. Hier schwamm auf den sechsten Platz. In 31,53 Sekunden von Breen Laliut Aqua College Ocean Wachong. Während die sich noch sortiert, gehen wir schon mal zum Platz 5 von den Schwimm- und Sportfreunden Bonn in 31,02 auf den fünften Platz geschwommen. Lara Wiedemann. Und auch der Platz 4 geht an die Schwimm- und Sportfreunde Bonn in 30,60 Sekunden an Laura Schnürle. Der dritte Platz und damit Bronze geht an das Mega-Swim-Team. 30,59 Sekunden, also nur eine Hundertstel vor der Laura, die Delphine Jacques. Silber
geht nach Ostwestfalen an den Schwimmclub Steinhagen-Amshausen. 29,70 Sekunden für Caroline Kuhlmann. Die Siegerin über 50 Meter Rücken der Damen kommt aus dem Team Mega. In 29,43 Sekunden Hilke Guthals. Diese Siegerehrung wird durchgeführt vom Geschäftsführer des Stadtsportbundes. Wir freuen uns, ihn hier bei uns in der Schwimmhalle begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Bernd Seibert. Lass doch die Medaillenkinder noch einen Moment stehen. Sieht auf den Fotos immer so gut aus, wenn die noch davor stehen. Aber die müssen jetzt schon die zweite Siegerehrung vorbereiten, die wir direkt jetzt im Anschluss durchführen für die Männer.